Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Nightwar. Wir befinden uns immer noch im Dungeon Ramsdorf und wie man sieht, da war ein unsichtbarer Gegner, so ein Scheiß. Na, wie man sieht, sind wir ganz guter Dinge und werden jetzt mal ein bisschen reinklopfen. So. Perfekt. Solche Kämpfe liebe ich ja, die haben wir mal, wo man nicht mal ins Schwitzen kommt. Ja, wir müssen das Dorf hier noch weiter durchforschen, denn wir haben bis jetzt nur einen Hinweis und dieser Hinweis lautet rum. Und um in den Dungeon reinzukommen, beziehungsweise in den Hauptgebäude reinzukommen, brauchen wir ein Losungswort. Und das besteht aus, oder Losungssatz. Drei Wörter und rum haben wir schon gefunden. Jetzt fehlen uns noch ein paar andere. Die kommen einfach nicht rüber, weil hier keine Brücke runterfällt. Aber dort ist ein Schalter. Und hier links. Wo ist denn hin? Nein. Das Ding fangen. So. Ich hab ein Vermesser gefangen. Cool. Ein leuchtendes Pulver. Okay. Ja, hier kann man natürlich wieder was reinstecken. Eine Waffe oder so. Manche Kisten geben, dieser nimmt. Fang, wenn du kannst. Dann erwartet dich Stärkung. Ihr könnt ihm ein Stück Ausrüstung geben. Ich würde das machen. Und zwar, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Egal, was wir reinpacken. Ergebnisse ist später wieder. Bevor wir das machen, gucken wir einmal, was für. Ob wir noch irgendwelche Waffen dabei haben. Die wir vielleicht noch andersweitig einsetzen können. Wir haben hier noch eine verrostete Klinge. Aramus Vermächtnis. Und die Klinge Mörser der Vergangenheit. Wie nicht viel. Und so. Weil ich ja schon alles verkauft habe, leider. Vielleicht finden wir den Würfel ja schnell wieder. Wir geben den einfach mal den gelehrten Stab. Leider haut er jetzt ab, der Würfel. Wir finden ihn irgendwo wieder. Aber wie kriegen es hin? Gut. Ich hoffe, wir finden ihn wieder. Sonst nervt mich das jetzt schon. Oh, hier steht was. Meine Flucht vor der Bruderschaft war knapp und blutig. Sie hatten gehofft, sich meine Kenntnisse von Waffen zunutze zu machen. Aber ich konnte einfach keine Kriegsmaschinen mehr für sie anfertigen. Ich musste fliehen. Ohne Dura, die mich verwundet fand, hätte ich den Versuch nicht überlebt. Wird anschließend sogar meine Jungs in Sicherheit gebracht. Wir haben uns schnell ineinander verliebt und dann wurde Isaiah geboren. In den letzten Jahren hat sie mich bei meiner privaten Arbeit sehr ermuntert und großes Interesse an Waffen gezeigt, die ich so selbstverständlich konstruiere. Ihre Neugier ist mir jedoch zu viel geworden. Ich rede nicht gerne mit anderen über Waffen. Ich habe sie von mir gestoßen und sie ist kalt geworden. Zeigt sogar Zorn gegenüber brennenden Adern. Dura hat sich verändert. Vielleicht liegt es auch nur an der Anspielung, die damit verbunden ist, dass wir hier in Ramsdorf wohnen. Na. So, hier kann man nur wieder hinkommen. Auf hier machen. Adam Brennan. Es tut mir leid, Jungens. Ich hätte auf euch warten sollen. Ich konnte sie aber nicht entkommen lassen. Sie hat mich bei der Arbeit überfallen und nun ihr Schatten hat sie verraten. Dura ist eine Spionin der Bruderschaft. Unser gemeinsames Leben war Schwindel. Mir ist jetzt klar, dass sie nur bei mir war, und zwar, um Informationen über meine Arbeit zu sammeln. Als ich sie fortgestoßen habe, waren wir nicht mehr von Nutzen. Sie wollte zuerst mich töten, dann euch zwei. Isa hätte sie mit zur Bruderschaft genommen. Sie hat ihn mit ihrem Dolch im Bauch erwischt, aber ich habe ihr den Gefallen erwidert. Sie wird es langsamer sein, leichter aufzuspielen und zu erledigen. Aber ihr müsst euch beeilen, falls ihr sie nicht erwischt, flieht! Es tut mir so leid, dass ihr mich so finden werdet. Und es tut mir leid, dass ich nicht persönlich euch sein konnte. Ich liebe euch, Jungs. Ich bin so stolz auf die Männer, die ihr geworden seid. Passt für mich auf euren kleinen Bruder auf. Große Buch des Wissens, okay. Teilspunkte. Oh, was war das denn? Okay. Oh, ein mäßiger Heilungszorn. Wie haben wir was? Gut, aber wo. Was. Warte mal. Da, wo wir sind, da geht es auf jeden Fall weiter. In einen anderen Raum rein. Gut. Gut.
Hier geht's auch noch woanders längs. Ich muss mal gucken, wo es längs geht. Und da geht's nach oben. Wir müssen nach rechts. Wie kommen wir denn nach rechts hier? Ach, hier ist noch ein Weg. Oh, den habe ich gar nicht gesehen gerade eben. Peinlich, peinlich. Warte mal, zurück. Da eine Kiste da oben? Komme ich da hin zu der Kiste? Wenn er außen rumläuft? Oder rein? Nee, kommt man nicht. Na gut. Halb so schlimm. Hier oben liegt was. Oh, das ist die Dungeon-Karte. Wir holen uns schnell. So, okay. Da liegen die Hinweise wahrscheinlich, wo die Sterne sind. Diese Klappe. Oh. Oh. Nach dem Weggang der gesetzestreuen Händler wurde Ramstorf zu einem berüchtigten Versteck für Diebe und Banditen. Der Hafen, ehemals eine Bastion des offenen und freien Handels, wurde geschlossen und stand nur noch kriminellen Elementen offen. Wer Schwarzmarktgüter oder zwielichtige Unterhaltung suchte oder einfach nur verschwinden wollte, fand sein Glück in Ramstorf. Vorausgesetzt, er hatte das nötige Kleingeld, um zu überleben. Nun gut. Ah, ich bin schon wieder gehabt. Ich bin ein Schutzschild. So, ich hab schon verloren. Los geht's. Das hat reingesessen. Das hat reingesessen, vor allem. Gesessen, meine ich. Okay, betäubt bin ich. Das ist schlecht. Ach, da heilt er mal. Uncool, uncool. Okay, das meinst du aber cool? Pass mal auf, du Spacken. Oh, hier müssen wir schon heilen, ne? Kollektive Heilung. Und du kriegst. Leider mich heilen einmal. Da heilt sich auch, ne? Na gut, aber dafür hat er unsere Sachen aufgehoben, was natürlich schlecht ist. So, ich hab gesessen. Gut. Was Besonderes? Hey, macht aber auch nichts. Brauchen wir nichts Besonderes. Oh. Nein. Mann, ich hätte mal vorher schon mal rein. Der Wildrufer.
Ey, der knallt auch immer ganz gut rein, Leute. Ein Wichser. Ärgerlich. Na gut. Zack. Oh, der Arme. Ungewöhnliche Teile. Also, wir suchen immer noch die drei Wörter. Rum haben wir gefunden. Mehr leider noch nicht. Jetzt rein irgendwo. Da ist der Würfel. Cool, da können wir unsere Waffen wiederholen. Ein Gelehrtenstab. Siehst du, jetzt kann er auch wieder ordentlich Power austeilen. Oh, perfekt. Das ist doch gut. Ich dachte schon, das taucht nicht mehr auf. Also wir sind da und können in alle Richtungen gehen. Wir müssen eigentlich ja nur nach oben erstmal. Wir gehen erstmal nach oben, weil da finden wir den nächsten Hinweis. Habe ich gesehen. Glaube ich, dass das der nächste Hinweis ist. Hier. Achso, haben wir gesehen. Da sind Kanonen da drin, oder? Ja. Aufpassen. Hinein. Okay, gibt es verschiedene Wege. Wie gehen wir hin? Da kann man auch oben gehen. Ah, guck mal, die Tür auf da hinten. Oh, gerade so geschafft. Hinter dem Tor sitzt ein Mann ganz allein. Bei eurer Nimmel bemerkt er euch. Weswegen bist du hier eingesperrt? Wegen nichts, ich wurde betrogen. Wir kriegen schon noch, was ihnen zusteht, so oder so. Verrat uns das Passwort, dann können wir helfen. Ah, darauf läuft es hinaus, ich verstehe. Nachdem ich mich schlecht rechnen kann, solange ich hier festsitze, wäre es mir einen Gefallen. Ich sage euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr das Tor öffnet. Entweder dies ist Riesenglück oder ein Riesenfehler. Ein Bandit mit gutem Grund, euch zu helfen, bleibt ein Bandit. Wir öffnen das Tor. Kluge Entscheidung. Sie verraten es keinem. Ich weiß nur, dass Geld ein Teil der Losung ist. Rum und Geld, okay. Den Rest müssen wir. Den Weg nach draußen finde ich alleine. Also Geld, das müssen wir uns merken. Er schien gerade erpicht darauf, es uns zu sagen. Ja, das ist tatsächlich verdächtig. Wenn man einer Sache vertrauen kann, dann einer Rachegeschichte. Wir sind näher dran, aber es war noch nicht alles. Suchen wir weiter. Okay, also Geld und rum. Yes. Was haben wir noch an? Frage, wie wir hier rauskommen. Im Schalter hier? Perfekt. Da ist auch noch was, was wir sammeln können. Ja, das müsste jetzt schnell gehen. Ja, genau. Gut, dann haben wir schon mal das zweite. Es fehlt uns ja nur noch das dritte Wort. Rum und Geld haben wir jetzt. Gucken, welches wir noch finden können. Wo gehen wir hin am besten? Erst nach unten und dann rechts. Wir können aber erst noch nach oben gehen und oben das platt machen, glaube ich. Wenn wir schon mal hier sind. So, wir sind alle entflammt da. Alle, aber die meisten.
Schnappt euch die Tentakel, Arme. Ui, schön ruhig noch. Oh. Ja, die hauen nochmal ganz gut rein, ne, die Viecher. Oh. Mist. Ja, einmal kommt der heilen. Und hier. Dieses scheiß Heilen, ey. Oh, mein Kack. Oh, Mist, Mist, Mist. Das könnte ein schwieriger Kampf werden. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wieder rau herholen. Was haben wir hier so? Fabio. Wir müssen diesen einen jetzt töten. Wird das nichts mehr. Bitte nochmal. Beschissen. Warte mal. Oh oh. Ich bin ja nochmal ein. Feuerdings. Scheiße. Oh ne. Oh oh. Oh, sterbe ich. Ja. Oder warte mal. Wieso kann er denn sich wieder heilen da, der Spacken? Okay. Wir müssen einmal heilen gegenseitig hier. Das hilft doch nichts mehr. Oh, verdammte Axt. Oh nein, Leute. Das ist ja mal verdammt ärgerlich. Was passiert jetzt? Zeug gibt es in den 5 verschiedenen Qualitätsstufen. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Ach, das ist ja jetzt kacke. Ich hätte gedacht, dass die so hart... Ah, ich glaube, meine Taktik war auch falsch. Ich hätte mich auf den Heiler konzentrieren müssen am Anfang. Das hätte, glaube ich, mehr gebracht. Nun gut. Mit dem Fluch hast du die Tür verloren. Ihr habt in der Nacht geruht. Ach, hallo, jederzeit wieder. Okay, also machen wir uns auf. Wir sind jetzt ausgeruht. Oder wieder hineiern. Ja, Weg. Wegmachen.
Das ärgert mich jetzt total, dass sie gestorben sind. Das hätte auch anders laufen können eigentlich, ne? Finde ich. Schöner. So, Ramschau auf. Dungeon. Rücksetzen oder fort? Setzen fort. Ja. Machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.